So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Und herzlich willkommen zu einem neuen Vorgesetzt. Mit ja. den drei Sängerknaben quasi. Genau. ja, heute haben wir eine längliche Schachtel dabei. Die wahrscheinlich längste Spieleschachtel der Welt. Da Vermutlich, fällt mir spontan nur ein Schnipsspiel dazu ein. Tja, es gibt viele Spiele, Schach. Ganz schön eiscool, ja. Eiscool. Ja, das ist ein bisschen höher, glaube ich. Ich würde vermuten, es ist ein Spiel aus der Spieleschmiede. Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dann würde ich fast vermuten, dass man zu diesem Spiel auch einen Whisky trinken kann. Könnte durchaus sein, ja, dass man dann vielleicht besser spielt. Okay, dann ist es Kaffeemaker-Spiel. Kaffeemaker-Spiel? Ah, nicht ganz. Es hat eher was mit Göttern zu tun. Ja, dann ist es Flick of Faith. Die ein bisschen Langeweile haben. Flick of Faith. Es ist okay. Flick of Faith. Ja, Flick of Faith. Also Fof. Ja. Vom Miraculous. Das Schnipsspiel der Götter. Ja, den Göttern ist nämlich langweilig und deswegen geht es darum zu schnipsen. Ja, also quasi ein Geschicklichkeitsspiel. Also wir zwei sind die Götter und weil es uns langweilig ist, hast du uns ein Schnipsspiel mitgebracht. Genau, so sieht's aus. Und cool. Es ist von keinem anderen als Alexander Awakened Realms, die Nemesis gemacht haben, Aetherfields, Tainted Grail. Jo. Aber es ist wie nennen sie sich? Light. Das ist Awakened Realms Light. Ah, okay. Light-Version, ja, okay. Ein Schnipsspiel mit einer Matte, bei dem es darum geht, Gebiete einzunehmen, zu erobern und natürlich die Herrschaft an... So ein Area Control. Area Control ist das, okay. Tatsächlich. Wow, cool. Ja. Und ja. Ich glaube, wir hatten schon mehrfach vor, das tatsächlich zusammen zu spielen, haben es nie geschafft. Ja. Ich meine sogar, du hättest auf Spielewoche dabei gehabt. Kann es sein? 2019? Gab es das da schon? Es ist 2019, ja, da ist es auf jeden Fall her. Ich glaube, da war es auf Spielewoche schon mit dabei, sonst wollte keiner spielen. Es ist 2 bis 4 Spieler, ja. Was? Das kann ja nicht sein. Aber die Erweiterung, wie hieß sie nochmal? Apokalypse. Da darfst du, glaube ich, mit mehr Leuten spielen. Ja, das ist ein Spiel, ich habe es mit Gwen gespielt. Wir fanden so, ja, unterhaltsam, aber das war dann so schnell rumgedacht, okay, das war's jetzt. Oh, interessant. Und ich glaube, dass es vielleicht zu dritt, zu viert noch einen Tick mehr was rausholt. Aber ich fand es auf jeden Fall unterhaltsam und ich würde es gerne nochmal spielen. Und da dachte ich mal, ich bringe das euch so als... Wählt man dann nicht immer neue Gesetze? Ja, genau. Entweder Daumen runter, Daumen hoch, welches Gesetz quasi genommen wird. Ja. Georg, du als erfahrener Whisky-Trinker, Schnipsspielspieler. Ja. Was sind dir sonst noch so für Schnipsspiele bekannt? Da war doch mal ein Spiel, was so mit dem der Old Table is Lava oder sowas. Ne? Oh, stimmt, wo man die Karten auf den Tisch wirft. Ja. Oder schnippt man die nicht auch? Ich weiß nicht. Ja, ich habe ja noch den fliegenden Teppich mal gehabt. Der ging aber, glaube ich, im Charity raus, wo man so Karten quasi versucht, andere zu treffen. Oder Pitchcar ist natürlich das typische Oder halt Eiscool, ne? Eiscool, ja, gut. Ja. Ist ja Frühjahr wieder, also ja, genau, gibt es ja kein Eiscool mehr. Bei so einem lustigen Spiel kredenze ich uns jetzt ein Negnin und dann sehen wir uns direkt nach ein paar Eindrücken und zu unserer Meinung wieder. Mhm. Bis gleich. Ja. Ja, zurück
vom Tisch. Ihr habt einige Bilder und Videosequenzen gesehen, wobei mehr Videosequenzen, weil das beschreibt, glaube ich, das Spielgeschehen ja, tatsächlich am besten. Ja. Puh. Hm. Ich möchte nicht anfangen, Georg. Ich sag mal so, es ist ein Partyspiel für ein bis vier Personen, oder? Nee, für was? Ja, ja, für zwei bis vier Personen, ja. Ich war schon eingeladen. Kleine Party halt dann, ne? Es ist... Ja. Es hat fast schon zu viele Regeln für das, dass es so schnell durch ist. Ja, ja, das habe ich auch das Gefühl. Also, weil... Ich weiß auch nicht, warum man das nur drei Generationen spielt. Ich hätte jetzt einfach noch weitere drei Runden gespielt. Einfach, um noch mehr von diesen Karten zu sehen, einfach noch mehr Punkte zu haben, weil... Ich habe jetzt meine Fähigkeit einmal nutzen können und dann war es schon wieder vorbei. Also das hatte ich auch mit Gwen das Gefühl, da spielt man halt vier Runden, aber das ist jetzt auch nicht viel mehr. Also gefühlt einfach zu schnell durch. Ja, wie gesagt, das kann man ja house-rulen, sag ich mal. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, wenn man das einmal dann gespielt hat, sag ich mal, die ganzen Dinger dann kennt... Bin mir nicht so sicher, ob das so richtig wie der Spielreiz ist. Ja, aber man kann vielleicht besser schnipsen dann hinterher. Aber ja. Ich glaube, es ist dieses typische Spiel, was mit Kindern super gut funktioniert. Ja, genau. Also ich würde sagen, eine ähnliche Gruppe, die mit Ice Cool ihren Spaß hat, wird auch hier mit ihren Spaß haben, wenn man in der Lage ist, dieses bisschen mehr an Regeln zu verstehen. Weil es halt doch ein bisschen schwerer ist. Ich glaube, man muss da einfach sagen, okay, du bist da auf deiner Wolkenecke, du schnippst, ah, wunderbar, du bist da hinten, bleib liegen. Du bist raus vom Ding, komm weg. Ja. Ohne Fähigkeiten vielleicht sogar zu spielen, dass man sagt, okay, komm, man schnippt einfach. Ja, gut, und wenn man jetzt den anderen wegschnippt, dann ist es zwar ein bisschen belanglos, aber ich glaube, dann ist es die nächste Stufe zu Ice Cool. So dieses bisschen mehr, weil mit den, oh, und wenn du jetzt hier drin bist, dann darfst du eine Festung bauen, bau die mal hin. Weil es ist dann doch ein bisschen mehr, auch mit den Karten. Ja, ich finde halt, dass wir den Tempel hinstellen, so ein bisschen Strategie ist irgendwie cool, aber dann ist das Spiel halt auch schon wieder vorbei. Das ist irgendwie so, weiß nicht. Wir hatten in Summe 5 Tempel auf dem Feld. Ja. Von 12 möglichen. Ja, ja. Einfach dünn. Wobei wir auch mit dem kleinen Finger uns ja blöd angestellt haben. Ja. Also ich besonders blöd. Ja, du hast zwar nur daneben geschossen, klar, aber und der Nabel, ja, dann kann es ja passieren, dass ich den Nabel treffe und Benny die Wertung kriegt. Das ist, ja, kann passieren, klar. Ja, und das Coole an dem Spiel ist vielleicht, dass man halt so den anderen wegschießt und ärgert und jetzt will er ihn unbedingt wegschießen und trifft ihn halt nicht. Das sind halt so diese Momente, wo ich denke, ja, das ist Gaudi am Tisch, aber so richtig... Das ist die typische Kategorie Spiel, das will man mal gespielt haben, das will man ausprobiert haben. Ja. Und dann reicht's aber. Weil es auch optisch ganz cool aussieht. Das hat wirklich tolles Material. Auf jeden Fall. Das macht irgendwie auch Laune und nach 20 Minuten denkt man sich, jo, okay. Nicht mehr, ne? Richtig, reicht. Einmal gespielt, Spaß gehabt, fertig. Wenn ich das jetzt mal mit Eiskugel vergleiche, die Pinguine bewegen sich ja lustiger, ja? Ja, genau. Da hat man tatsächlich ein bisschen bei Eiskugel ein bisschen eine höhere Lernkurve, weil hier fehlt mir die Lernkurve. Hier kommt die Abwechslung durch die Karten, die dann sagen, okay, jetzt schnipp mit dem kleinen Finger oder die sind jetzt ein bisschen... Der Tornado gelaufen. Musst du mal lesen. Tornado? Ja, da war irgendwo Tornado vorhin. Du hast ihn schon weggemischt. Oder? Egal. Vielleicht liegt er da auch offen. Nee. Also, ich hab ihn gesehen. Es wirkt so ein bisschen, als hätte man keine Lernkurve. Ja. So, wenn man einigermaßen gut schnippen kann, funktioniert das. Aber man hat eben nicht wirklich, man hat weniger dieses Überbande spielen, anzuschneiden, dass der Pinguin irgendwie eine Kurve dreht oder einen Trickschuss oben drüber oder so. Genau. Das ist so, das ist mehr Strategie. Aber weniger können. Ja. Es fühlt sich zumindest so ein bisschen so an. Mhm. Das ist mehr so ein bisschen dieses Familienspiel, wo alle schnell dran sein wollen und jetzt nicht um den Tisch rumlaufen wie bei Ice Cool, sondern jeder sitzt an seinem Platz. Okay. Aber es fehlt mir so ein bisschen der Anreiz. Was hat es mit der Hand auf sich? Dagda darf mit der Hand schnippen. Okay, du hast eher entschieden. Eine Hilfe. Ja. Also, ich glaube, dass die Erweiterung noch ein bisschen reingebracht hat. Ich weiß noch nicht was, aber sie haben es auf dem B-Rex-Tag, glaube ich, gespielt. Aber da habe ich dann nicht mehr so drauf geachtet, was es genau ist. Und es gibt ja auch so Karten, die halt auch noch diese anderen Dinger hier mit reinbringen, die ein bisschen größer sind oder die austauschen oder so. Ja, auf der Rückseite teilweise, Da ist schon so ein bisschen Varianz drin, aber ich habe, jetzt kommt das Gefühl ja auf, dass es irgendwie nicht so... Ist vielleicht ein bisschen unspektakulär tatsächlich. Ja,
unpraktisch, leider. Und also, die Box ist unpraktisch. Also die Box ist spektakulär, ist halt, also das muss man echt sagen. Also es ist ja cool, dass es eine Box ist, in der so eine Spielmatte rein kann. Ja. Das ist nicht üblich. Ja. Normal macht man die Spielmatten immer außerhalb rein. Das passt jetzt so, aber ja. Ja, also ich glaube, mal ein vorgesetzt, dass er auf dreimal Nein. Es ist, so ich sag ja, es ist für mich ist es Kategorie witzig, schön's mal gespielt zu haben. Ja. Und es hat mich auch die ganze Zeit angelacht. Und ich muss witzigerweise gestehen, als da damals der erste Kickstarter lief, beziehungsweise das erste Spieleprojekt, dachte ich auch so, irgendwie sieht es witzig aus. Das will ich mal ausprobieren. Aber es war auf der Messe gesehen damals, ja? Ja, es war gespielt. Ja. Es ist ja cool, es mal gespielt zu haben. Ja. Wirklich, das trifft es, glaube ich, am besten für mich. Für mich aber persönlich. Es gibt ja auch leider andere Spiele, die so witzig sind. Sag ich mal. Also, ja, genau, die es vielleicht besser machen einfach. Ja. Ne? Also, ja. Es kommt auch drauf an, sag ich mal. Das kann ja schon sein, dass einen das Thema ein bisschen abholt oder das kann schon passieren. Also für mich persönlich, ich muss sagen, ich habe Ice Cool im Schrank. Ich bin damit super glücklich. Ja. Da brauche ich keinerlei Alternativen. Jetzt natürlich die große Frage, Dennis, wie sieht es bei dir aus? Bleibt's oder geht's? Also ich glaube, das kann gerne gehen. Das hat mich jetzt überzeugt. Also ich habe es auch nicht ganz so spektakulär in Erinnerung gehabt und ihr habt mir jetzt quasi dadurch geholfen, es tatsächlich zu bestätigen, dass es einfach zu wenig ist. Also, ja. Boah. Aber auch das ist eine Quintessenz aus einem Vorgesetzt. Ja. Damit war das Vorgesetzt gar nicht so schlecht. Das Beste am Tisch war der Whisky. Ja, genau. In diesem Sinne würde uns jetzt natürlich interessieren, was sind denn eure Erfahrungen mit Flick of Faith? Hat der ein oder andere von euch vielleicht Apokaschnipse zu Hause im Regal und sagt, niemals ohne, weil das gibt dem Spiel Anreiz. Richtig. Ja. Dann lasst uns auf jeden Fall wissen. Was, das wäre super interessant. Und vielleicht wäre das ja auch ein Grund, es nochmal anzuschauen, wenn man die Chance hätte, mit Apokaschnipse. Richtig, ja. Und auch Santa ist mit dabei. Das waren Promos, ja. Lustig. Ja, ja. Weiß nicht, was er Santa macht, Claus aber, is coming to, genau, town. To town. Und er schnippt mit. Ja, wir freuen uns auf Input. Und wenn euch das Video und die Serie der Vorgesetzt gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben und Abo. Ja. In diesem Sinne. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und tschüss. Bye, bye.